Herzlich willkommen von hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Heute habe ich einen Squad-Builder für euch am Start, das Ganze in NLW-Form, das heißt No Looks Wasted, und wir gehen direkt rein mit dem Keeper. Und dort steht der gute alte Jahrstein vom Hertha BSC, hat extrem starke Werte bekommen, 85 Reflexe, dann sogar noch 87 Positionsspiel, also wirklich eine kranke Karte mit einem 82er Rating. Auf der linken Verteidigerposition gehen wir in die russische Liga und dort spielt Denisov mit 83 Tempo, 79 Defending und 79 Physis. Das sind extrem starke Werte für einen Linksverteidiger und deswegen habe ich den dort eben auch aufgestellt. In der linken Innenverteidigung spielt Zar mit 72 Tempo, 82 Defending und 78 Physis. Dazu 4 Sterne Weak Foot, was auch nicht schaden kann. Und ja, auch wirklich eine sehr, sehr geniale Karte hier in der linken Innenverteidigung. In der rechten Innenverteidigung spielt dann Bender mit 70 Tempo, 82 Defending und 80 Physis. Also auch wirklich eine starke Karte, auch wieder 4 Sterne Weak Foot. Und mit dem kannst du halt auch nichts falsch machen. Also die Innenverteidigung ist sehr, sehr gut. Der Torwart ist komplett solide und der Linksverteidiger auch. Also von dem her kannst du mit diesen Spielern eigentlich wirklich nichts falsch machen. So, rechter Verteidiger ist dann Cedric mit 82 Tempo, 76 Defending, 72 Physis, 72 Passer, 76 Dribbling, hat auch 4 Sterne Weak Foot und damit ist die Verteidigung sozusagen komplett. 79er Rating hat der gute Mann bekommen und dann gehen wir auch schon direkt rein zum rechten ZM und da können sich viele vielleicht schon denken, es ist Sanchez von Swansea. Ich hoffe, dass der nicht ganz so teuer wird. Wenn ja, dann müsst ihr halt einfach auf den sparen und ein bisschen auf den hin traden. Und er hat immer noch sehr, sehr starke Werte. Fast alles über 70, außer passen mit 69. 82 Physis sprechen für sich. 4 Sterne Weak Foot auch am Start. Leider nur noch 3 Sterne Skills. Aber das ist auch wirklich eine sehr, sehr krasse Karte. Im Mittelfeld, also Mitte, spielt dann Pereira. Der wird, glaube ich, nicht ganz so teuer, obwohl er ein 83er Rating hat, denn der spielt halt in der portugiesischen Liga und da gehen einfach nicht so viele rein in diese Liga. 68 Pace, nur unter Anführungszeichen dafür, aber 82 Defending und 87 Physis, das heißt, der ist in dieser Mannschaft halt wirklich dieser Abräumer, dieser Staubsauger, der Sechser im Mittelfeld, der da einfach, wie gesagt, alles abräumt. Im linken ZM spielt er eine Karte, die wirklich schon seit Jahren sehr, sehr geniale Werte hat, hatte auch einen Man of the Match in FIFA 17 und zwar ist Fernandes. 79 Tempo, 82 Dribbling, 71 Physis, 76 Shooting, 79 Passen und 66 Defending. Also ihr seht schon, da ist wirklich alles eigentlich ziemlich solide und er hat 4 Sterne Skill Moves, 4 Sterne Weak Foot, das passt sehr gut und deswegen spielt er da auf jeden Fall im linken ZM. So, der linke Flügelstürmer sozusagen, das ist Shatov mit 88 Pace, 73 Shooting und 81 Dribbling. Hat auch 4 Sterne Skills, auch 4 Sterne Weak Foot, das ist einfach nur eine fucking overpowerte Karte und den kann man auf jeden Fall ganz, ganz easy spielen lassen. Im rechten Flügel spielt dann, beziehungsweise auf dem rechten Flügel, spielt dann Martins mit 94 Tempo, 70 Shooting, 86 Dribbling und da steht 4 Sterne Skill Moves. Der hat aber natürlich 5 Sterne bekommen jetzt in FIFA 18. Da wurde das Ganze irgendwie ein bisschen gefailed von Foothead, sage ich jetzt mal. Aber 4 Sterne Weak Foot und eben wie gesagt 5 Sterne Skills, Hochmittelarbeitsraten dürften auch geblieben sein. Und diese Werte sind einfach nur krass. Also 94 Tempo, so einen Spieler wünscht man sich natürlich auf dem Flügel. Und der Stürmer ist dann nochmal eine Karte. Das ist wirklich, was ist das für eine krasse Karte? 87 Tempo, 80 Shooting, 73 Physis, 76 Dribbling und 70 Pässe. Bei dem fehlt einfach fast gar nichts. Die Physis ist mit 73 nämlich jetzt auch nicht so schlecht. Und der hat einfach mal 80 Shooting und 87 Tempo. Und dann dazu noch 4 Sterne Weak Foot. Also diese Karte ist absolut genial, perfekt für den Start geeignet. Das ist keine so heftig beliebte Liga, beziehungsweise keine Liga, die oft gespielt wird, und zwar die russische Liga. Und dennoch ist diese Karte einfach fucking overpowered. Deswegen ist der für den Start sicherlich perfekt geeignet. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Das würde mich sehr, sehr freuen und natürlich auch ein bisschen supporten. Und da würde ich sagen, was ist mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und...